Ja, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger von Sevelen dürfen stolz sein auf das Bühlerjetz. Sie haben hier also ein richtiges Bischof geschaffen, wo man sehr gut sich wohlfühlen kann, wo aber auch sich Bewohnerinnen und Bewohner geborgen fühlen. Ich glaube, das ist einzigartig hier im Rheintal. Du bist jetzt 93, aber du läufst noch davor. Nein, ich bin sehr gut. Ja. Wie hast du es so mit Laufen hier im Heim? Ja, mit dem ganz gut. Ja. Ohne habe ich ein bisschen mehr Mühe. Ja, ja, super, ne? Dann wünschst du einen schönen Tag. Ja, danke, gleich mal. Ciao. Wenn ihr ein Interview, ich weiß. Genau. Anna Schweiner, wie gefällt es dir hier? Ja, gut. Gefällt mir gut. Du hockst jetzt hier auf dem Gäutschli hin. Hat es ja. Andere Frauen? Gibt es denn hier Kollegen geschafft? Weißt du, ich möchte mal noch ein bisschen zusammen. Ja, ja, sicher schon. Ich habe hier eine von Wartenhosen nachher, wo ich jetzt schon bei ihr bin. Ja, es hat noch mehr. Ja. Da hat Marianne Müller und die hat hier ein paar, die gleich alt sind wie ich. Du warst eine Hauswärtin, lange Jahre, ja, gell? 21 Jahre. Ja. Ja. Wie geht es jetzt, wo du so, nur so viel zu tun hast? Was machst du jetzt? Ja, jetzt habe ich viel Kreuzworträtsel. Und dann mache ich überall da und eine Freizeitding mit, wo man, ja, wo einfach freiwillig sind. Oder wie jetzt Gedächtnistraining und Turnen und mit einem niederen Zopfbach und so Zeug, da mache ich immer mit. Das ist ja schön, hä? Ja, das ist schön. Dann geht die Zeit um mich. Und mit dem Essen? Du, wo du alles selber gekocht hast? Das ist gut. Also das Essen ist gut. Es gibt auch mal etwas, wo man vielleicht nicht so passt, aber das gibt es überall. Oder? Ich meine, es gibt am besten Hotel, als einmal mal etwas nicht passt. Anna, ich habe gehört, du denkst nur noch Tücher zusammenlegen und zopfen. Ja, bis jetzt gar nicht so. Dann tust du vorzopfen und die anderen machen mit? Nein, die anderen haben den Roller nicht an zopfen. Und die letzten den Anstreichen. Aber du bist Chefin dort, hä? Ja. Das wollte ja niemand anders können. Oder uns, ich übergebe es schon. Ich habe auch mal mitgeholfen. Ja. Ein bisschen drüllen und dann Stangen da, ja. Oder, damit sie ausgeglichen sind. Aha. Sie haben gesagt, ja, man kann ihn einigermaßen brauchen für die Arbeit. Wir bewegen uns eine halbe Stunde bewegen mit Tüchern, mit einer Zauberschnur habe ich geplant. Natürlich integriere ich auch die Musik ein bisschen. Ich habe gerne, wenn wir auch ein bisschen in Schwung kommen. Und ich freue mich sehr darauf. Ja, es ist immer auch eine lustige Runde, die wir hier haben. Das ist wichtig, die Leute ein bisschen zu motivieren. Auf jeden Fall, ja. Ich denke, es ist wirklich im Vordergrund, dass man auch zusammen sein kann. Dass wir es wirklich auch ja, einfach wirklich schön haben miteinander. Ja. Ich fange gerade an mit meinem schönen Instrument, so als Anfangsritual. Ja. Dann steigen wir gerade mit unserem Anfangsvers ein. Ein paar kennen den schon und ein paar dürfen einfach probieren. Einfach was geht zum Mitmachen. Ist auch gleich, wenn man mal rausgeht. Es geht darum, dass wir Spass haben miteinander in unserer Runde. Und zwar geht es folgendermaßen. Also wir
Wir tun hier anfangen. Wir tun zuerst patschen. Patschen, dann klatschen. Dann überkreuzen. Und heben die Hände in die Luft. Da könnt ihr irgendein Zeichen machen, winken, zappeln, irgendwas. Wir dürfen mit einem Arm, das mit dem anderen gerade ein bisschen wehtut. Und wir kommen noch mal runter. Patschen, klatschen, überkreuzen und hoch. Sehr gut, da läuft wie im Schnürchen. Jetzt machen wir es ein bisschen schneller. Patschen, klatschen, überkreuzen und hoch. Yeah, super. Jetzt haben wir unseren Spruch dazu. Aha. Und zwar heisst der, das Training, ja, das ist der Hit. Und wie geht es noch weiter? Wer weiss noch weiter? Held. Und Körper prima fit. Genau, das ist unser Hit. Fit. Also, der Hit ist fit. Der Hit ist fit. Also, wir fangen hier an. Das Training, ja, das ist der Hit. Genau, wir dürfen es betonen, der Hit. Hält Kopf und Körper prima fit. Und weil es so super geht, machen wir es gerne ein bisschen schneller. Achtung, das Training, ja, das ist der Hit. Hält Kopf und Körper prima fit. Ja, super, genau. Ist gut mit der Lautstärke? Geht's? Achtung! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Achtung, klatschen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und überkreuzen! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Höhe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, neunmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und klatschen. 4, 5, 6, 7, 8 und überkreuzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und in die Höhe. 8 und auf 4. 1, 2, 3, 4. Wechsel. Gut. 4 überkreuzen. Und in die Höhe. 2, 3, 4. Nochmal um. 1, 2. Genau. 3, 4. Das ist super. 1, 2, 3, 4. Überkreuzen. Gut. Es wird schon streng. Und in die Höhe. 1, 2, 3, 4. Und auf 2. 1, 2, 1, 2. Oh, und die Musik ist, hat uns einen Streich gespielt. Er ist schon fertig. Wie gefällt es dir da? Ja, das ist interessant. Das ist, ich würde jetzt meinen, es bleibt ja einem eigentlich nichts anderes übrig, als wenn man so an einem Ort einquartiert wird oder eben, dass dann vielleicht der Schlussgang ist. Dann muss man halt auch ein bisschen das beitragen, dass es einem gut geht und der ganzen Gesellschaft. Und das möchte ich auch eigentlich ein bisschen pflegen. Leute, die wirklich ganz allein sind, die niemand haben und fast nichts reden wollen. Und dann muss man schauen, dass wir die Leute vielleicht auch motivieren. Wir haben auch ein paar Sachen, die sehr gut laufen intern mit der Motivation im Laufe einer Woche. Aktivitäten, die laufen, die sehr gut sind. Und dort, nach Möglichkeit, kann ich dort ein bisschen mitmachen. Ja. Ich bin viel hier am Balkon ausgehockt. Der Sommer, wenn es so heiß war, war das herrlich hier draußen. Bin ich am Abend hier ausgehockt, neue Beine, zwei. Und auch schon haben wir gespielt. Der Heini ist auch schon gekommen und hat mit uns gespielt. Karten gespielt haben wir dann einfach. Und dann, wer hat gewonnen? Der Heini ist auch ihr. Ja, der Heini. Der Heini. Hast du nicht mehr gekommen gegen den Ramsen? Nein, ja. Wir haben das Memory gemacht und da war der schon besser gewesen. Du bist jetzt 88. Eigentlich noch eine andere Zeit, aber eine schöne Zeit. Ja, natürlich, oder? Und man muss natürlich auch sehen, dass das
nicht eine einfache Geschichte ist, in der Pflege und allwegen, und so ein Heimleiten, das ist eine grosse Herausforderung und ist anspruchsvolle Sache, wie man muss mit diesen Leuten umgehen. Hast du da auch Kolleginnen, Kollegen? Ja, ich habe ein paar, die ich natürlich kennt habe von Sevelen. Und jetzt ist es natürlich, wie wir noch gelernt haben in der Schule, als Bürgerheim ist es kein Bürgerheim mehr. Es ist ein Betagte- und Betreuungsheim, wo eben auch Leute von anderen Kantonen da sind. Und da haben wir eine recht grosse Mischung von verschiedenartigen Leuten, verschiedenen Kantonen. Das ist interessant. Das ist interessant, da muss man sich natürlich auch immer wieder neu orientieren. Und jeder bringt eben ein kleines oder ein grösseres Bürdel mit in das Haus. Und wenn man alt ist, ist halt die Geschichte schon eine andere Sache, als wenn man dann noch daheim war und eben vor allem noch ein eigenes Heim hatte. Wie ist die Betreuung? Gut, sehr gut. Ich bin wirklich zufrieden. Ja, vor allem auch der Komfort. Ich kann mich erinnern, das Krebs im Spital hat das WC, wo, wenn man einfach nicht beweglich ist, fast nicht kann aufsitzen und nachher nicht aufstehen, ist noch problematischer. Ja, darum bin ich da, zum Lernen Tage laufen. Ja. In erster Linie, als ich hergekommen bin, konnte ich überhaupt nicht laufen. Jetzt kann ich wenigstens mit dem Rollator anfangen. Ganz ja, das geht nur noch ganz so hoher Flink. Nein. Ja. Aber Sie machen den auch gut, hä? Ja. Hat jemand das sagen? Ja, aber ich habe da nicht. Jetzt, was muss ich? Einfach hören Sie auslaufen. Auslaufen. Mit mir? Ja. Allein. Warum nicht? Da bin ich mehr erwartet von mir. Ja, was willst du noch mehr? Hast du ja gesagt, 15 Stufen hast du gesagt? Ja, ja, heim, daheim, ja. Aber es sind ja ein steigeres Dorf, glaube ich. Und eben zum Teil sind wir dritt, nur im Raum drin. Nur ein wenig. Oh, jetzt muss ich eine fette Stufe. Sie hat Tagesverantwortung und das ist so ein bisschen das Tagesgeschäft unter Kontrolle haben, organisieren, umplanen, für den nächsten Tag planen, was meine Mitarbeiter von meinem Team für Aufgaben haben. Organisatorisch, administrativ, da machen wir sehr viel am PC. Oder was jetzt der Thomas für mich abgenommen hat, Medikamente richten. Ich habe eigentlich die Verantwortung über die Station. Ja. Etwas mehr als 40 Bewohnerinnen und Bewohner auf einem Team haben wir hier im Pflegebereich. Wie gross ist das? Also wir haben zwei Stück. Pro Stock haben wir 22 Bewohner. Und es ist querbeet. Wir haben von Schwerpflegebedürftigen zu so Selbstständigen. Es ist wirklich querbeet. Wir können es nicht auf etwas Spezifisches benennen. Wir sind 24 Stunden für die Bewohner da, ob sie in der Pflege Betreuung brauchen oder gesprächspsychische Betreuung, Hilfe und Hilfestellung brauchen. Für das sind wir 24 Stunden da. Sie haben wie eine Uhr, wo sie einen blauen Knopf drücken können, wenn jetzt
sie gerade nicht im Zimmer sind und sie sind gestürzt, dann können sie dort rufen. Dann wissen wir auch, was ist. Es zeigt es dann auch bei uns auf dem Telefon. Jeder Mitarbeiter hat ein Telefon im Hosensack. Dann gibt es Bewohner, die sturzgefährdet sind, die Kontaktmatten vor dem Bett haben, dass wenn sie draufstehen, dann gibt es auch bei uns an. Dann sind wir halt schneller im Zimmer und können besser agieren. Ja, und dann haben sie halt einfach Glocken beim Bett oder im Badzimmer, wenn sie Hilfe brauchen, genau. Verantwortungsvolle Aufgabe, gell? Ja. Auch eine schöne. Also ich wüsste nicht, was anderes machen, wenn ich den Beruf nicht gelernt hätte. Also ich bin hier im Haus Co-Pflegedienstleiter mit der Frau Dürlewanger zusammen. Es ist eine sehr interessante Aufgabe. Wir haben ja den Neubau bezogen letztes Jahr im September. Und da ist jetzt eigentlich eine grosse Herausforderung, aber auch eine reizvolle Aufgabe, wo ich sehr motiviert bin, um quasi die verschiedenen Bereiche, wo man dann wieder schauen, dass die miteinander funktionieren. Man muss schauen, wieder, wie es geht. Wir haben jetzt hier zwei Stationen, nur wie im alten Gerbi quasi eine Station. Und das ist jetzt eine Herausforderung, ein bisschen die Arbeitsabläufe alles anpassen, dass alles gut funktioniert. Und da sind wir dran. Und ja, ist eine sehr reizvolle und auch eine dankbare Aufgabe, wenn man dann noch wieder gehört von den Bewohnenden oder von gewissen Mitarbeitern, dass sie sehr gerne hier wohnen bei uns und auch gerne hier arbeiten. Also dort tun wir jetzt die Herdöpfel vorbereiten für den Mahlzeitendienst und dann tun wir die erwärmen und dann tun wir sie dann liefern. Ab heute gibt es Petersilie-Herdöpfel und die tun wir dann auf den Teller. Also für die ganzen tun wir die ganze Portion machen. So. Und dann gibt es viertel Portionen und auch halbe Portionen. Also das, was jetzt Alessandro gesagt hat, ist nur der Mahlzeitendienst. Das ist eigentlich eine Lieferung, wo wir das Essen liefern an die Leute, die selbst zu Hause nicht mehr kochen können. Aber wir im Haus selber haben 44 Bewohner. Wir haben ein Restaurant, wo wir externe Gäste bewirten. Das können auch zwischen 20 und 30 Leute sein. Und was neu ist, tun wir auch für die Schule Sevelen. Für den Mittagstisch liefern wir auch. Dort schicken wir die nächste Woche jeden Tag 100 Essen. Schicken. Wo man das Haus gebaut hat, hat man eigentlich die Schule schon ein bisschen integriert. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Ist dann ein bisschen eine Diskussion gewesen. Und jetzt merken sie, dass der Mittagstisch immer grösser ist. Sie kommen nicht mehr nach mit der Kapazität. Und jetzt tun wir eigentlich das nächste Standbein so aufgleisen. Ist natürlich für uns das Haus super. 200 Meter, das ist kein Problem zum Anliefern. Das wir natürlich neu haben, das ist wirklich die Herausforderung. Wir müssen neue Geräte anschaffen, Wärmekisten, wo wir das liefern können, portionenmässig. Das heisst auch, wir müssen Büre machen für Babys. Und das ist eigentlich das, was eigentlich interessant macht. Aber wir gehen natürlich dieser Herausforderung, die stellen wir uns und die werden wir auch meistern. Was natürlich auch immer unterschätzt wird, wir denken, Altersheimküche. Ja, das sind Päckchen und so Sachen. Aber wir machen alles frisch. Die Herdöpfel werden frisch gemacht. Wir machen die Tomatensuppe heute. Wir haben den Bullischenkel im Ofen. Also wir kochen eigentlich, wie wir es gelernt haben, wie viel Picke. Und es sind natürlich auch grössere Mengen als privat. So. Und auch für den Mahlzeitendienst. Sie kommen jeden Tag kommen sie eine Suppe über. Sie kommen einen Salat über. Sie kommen einen Hauptgang über. Und am Sonntag sicher auch noch ein Dessert. Und bei den Bewohnern ist es gleich, also wenn ein Bewohner Geburtstag hat, haben wir natürlich einen speziellen Wunsch für sie. Und einer sagt, was wirklich am meisten gewünscht wird, ist Pommes frites. Das ist eigentlich noch lustig, dass die Generation Pommes frites bestellt, aber es ist fast immer Pommes frites. Hackbraten ist auch ein Lieblingsgericht, das sie haben. Und das Dessert, dort haben sie alles gegeben. Also du kannst dir gerne Menü wünschen, oder was? Wenn sie Geburtstag haben, dann dürfen sie wünschen. Und wenn jemand etwas nicht gerne hat, wir haben auch immer zwei Varianten. Ein Fleischgericht, ein Veggie-Gericht und eine Wochenhit, die ganze Woche ist. Also haben sie drei Sachen, die sie pro Tag wählen können. Und am Abend ist dann innen ein bisschen einfachere Sachen. Da gibt es zum Beispiel mal eine Fruchtweihe,
Oder eine alternative Salzung, zum Beispiel ein Wurstsalat oder ein Südfleischsalat oder ein Ochsenmaulsalat. Oder dort können wir dann ja, dort können sie auch immer wählen. Und der Service fragt sie dann, was hättet ihr gerne am Morgen? Und dann können sie es ankreuzeln. Wir schneiden heute ein bisschen. Schon, oder? Die Schwänzli überall. Machen Sie was, Sie haben frei. Schon, darf ich machen, was Sie wollen? Aber das muss man wegmachen. Also für den bin ich nicht verantwortlich. Ich schon. Excuse me. Oriander nicht. Oh, Hortensien. Ganz genau. Eben. Hortensien. Ja, ich habe das grüne Daumen. Und jetzt? Grüne? Dann müssen Sie, was Sie wirklich wissen auf Deutsch. Nein. Hydrangea. Aber Sie sagen es mir ja sicher. Hydrangea. Hydrangea? Hydrangea, ja. Okay, noch nie gehört. Wasserpflanze heißt es. Ich habe so einen, aber das ist nur eine Bildaufnahme. Ja. Und jetzt kommt das Ding. Kraftvoll und zielgerichtet. Für mich ist es ein riesiges Geschenk, hier im Bühlerie die Leitung inne zu haben. Wir haben hier sehr motivierte, fachlich qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner tagtäglich sich einsetzen. Es macht riesen Spass, mit dem Team hier zusammenzuarbeiten. Auch die verschiedenen Kontakte, die ich hier mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch mit den Angehörigen erleben. Es ist sehr anspruchsvoll, teilweise die Arbeit, aber am Schluss des Tages, wenn man sieht, wie der Strahlen bei den Bewohnern und Bewohnerinnen ins Gesicht kommt, dann weiss man, dass man die Arbeit richtig gemacht hat.